So, das ist jetzt Rückfahrt. Wenn ich Gas gebe. Das ist halt so ein nerviges Klacker- und Schleifgeräusch. Jetzt geht es ein bisschen bergab. Und das ist wie gesagt in meinem Leerlauf. So, es geht noch ein bisschen bergauf. Dann geht es wieder in den Leerlauf, dann kommt wieder das schreckliche Geräusch. Achtung, hier ist der Hügel. Ja, das ist halt beängstigend. Vorne kommt wieder ein Hügel. So, jetzt kommt der Hügel. Ah, das war noch okay. Das ist dieser Leerlauf. So, ein Tesla hinter mir. Ja, ich bin auch elektrisch. Also vielleicht ist halt dieses Geräusch irgendwie beim Leerlauf normal. So, da ist meine Solarhalle. Mein Holz. So, jetzt müssen wir hier noch eine einhändige Wendung machen. So, das war die dritte Testfahrt. Wie gesagt, irgendwie da manchmal zeigt er 50% an, aber ich weiß auch nicht, wie der berechnet wird. Das waren jetzt 775 Wattstunden für 12 Kilometer. Ja, wobei wirklich so die Hälfte ging bergab, die Hälfte bergauf, ziemlich steil. Ich glaube, mit 50 Volt bin ich losgefahren. Und jetzt zeigt mir 1 Ampere an, okay, doch, ich bin eigentlich, da, bin noch in der Sonne. Aber ich kann jetzt halt einfach, sollte nicht zu lang sein. Ich kann im Prinzip jetzt einfach hier stehen lassen. Und wenn ich dann in ein paar Tagen mal wieder fahren will, also... Dann steige ich einfach rein. Ne, hab den Wald irgendwie besucht, wo ich da ein paar Bäume, ein paar Borkenkäferbäume bekomme. Aber im Moment habe ich eigentlich noch genug. Ne, das Grünliche, nicht, dass es hier jetzt dann anfängt, mit Algen irgendwie zuzusetzen. Ich glaube, das hier ist so dieses typische Borkenkäferblau, was so am Rand ist. Ja. War, glaube ich, am Anfang nicht, hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Ja. Und deswegen bin ich froh, dass das Projekt hier mit dem Solarmodul endlich vorbei ist. Jetzt werde ich halt mal sehen.
Es kann nämlich sein, dass diese Module unter direkter Sonnenlicht eben wirklich nur 6% machen im Vergleich zu bis zu 20% von den kristallinen Modulen, dass aber unter normalen wolkigen Bedingungen nicht schlechter sind als kristalline. Ja, und da ich ja eigentlich eben praktisch, also das hatte ich getestet mit diesen Defekten, die ich repariert habe, die haben bei Wolken auch nur irgendwie so 1 Ampere gemacht, ja, und bis zu 1 Ampere haben die auch geschafft. 1 Ampere sind zwar nur 50 Watt, aber 50 Watt 10 Stunden lang sind halt 500 Wattstunden und das wären halt schon ein Fünftel von 2,5, wären halt 20 Kilometer Reichweite, die das Ding einfach so am Tag nebenbei macht. Okay.